Es ist die große Premiere, das erste Mal die deutsche Meisterschaft für die Amateure. Und wir gratulieren ganz recht herzlich Felicitas Lange. Das erste Mal dabei und dann gleich einmal die Goldmedaille. Hätten Sie das erwartet und gedacht? Erwartet ist vielleicht zu viel gesagt, aber wenn man hier anreist, möchte man natürlich irgendwo mit dem Besten mitspielen, ja klar. Über die Tage hinweg konnte man sich so ein bisschen steigern in das Ganze hinein oder war das von vorne weg, dass es schon so gut einfach lief, dass man sagte, meine Güte, wir haben einen tollen Run? Wir hatten eine ganz tolle Saison dieses Jahr und natürlich ist man mit einem sehr guten Gefühl angereist, aber dass es dann so gut läuft, das konnte man nicht erwarten, natürlich nicht. In der Kür wurde es am Ende entschieden. Jetzt müssen Sie uns ein bisschen was über Ihre Kürmusik erzählen. Mit diesem Pferd hatte man schon einen Weg. Dieses Pferd ist was ganz Besonderes. Die Zeit mit ihm war was ganz Besonderes und das sollte eigentlich auch die Musik ausdrücken. Ja.
Ja.